Ja, ein alter Bekannter hier in Bremerhaven, Chris Lemming, der neue Bundestrainer seit 1.12. im Amt. Chris, was treibt Sie hier nach Bremerhaven? Ja, ich versuche dann alle Vereine zu besuchen. Und heute Abend ist es Bremerhaven. Es ist natürlich immer ganz schön, wieder hier hinzukommen, weil ich so lange in der Gegend gecoacht habe. Das war bekannterweise ein Derby-Spiel jahrelang für mich. Das ist sicherlich mein entspannteste Besuch nach Bremerhaven in meine komplette Trainerkarriere. Aber ich freue mich dann, hier zu sein. Kannst du dich noch an den letzten Besuch in Bremerhaven erinnern? In der Tat, ja. Ich habe nachgeschaut, das war am 20. Oktober 2013. Da hast du mit Bamberg hier wie gespielt? Ja, es lief relativ gut. Ja, ich kann es dir verraten, 86-74 habt ihr gewonnen. Damals, Anton Gavell war da noch bester Werfer bei euch, bei den Eisbären Darius Adams. Weil es eine zweite Halbzeit knapp geworden ist. Ja, das stimmt, da sind die Eisbären nochmal richtig gut ins Spiel gekommen. Jetzt bist du seit 1.12. Bundestrainer, hast jetzt ein gutes halbes Jahr Ganzpause gemacht, hast davor praktisch 14 Jahre komplett durchgecoacht von 2000 bis 2014. Hat dir da irgendwas gefehlt jetzt nach 14 Jahren? Auf einer Seite war es sehr gut für mich. Ich habe, bevor ich die Nationalmannschaft übernommen habe, bin ich viel verreist, habe viel hospitiert in Europa, auch in den Staaten. Und das hat mir gut getan, ein paar neue Ideen zu bekommen und zu sehen, wie andere Leute arbeiten. So nach und nach in der Saison vermisst man die Spannung von Spiel. Aber das kommt schnell genug, glaube ich, im Sommer. Und von daher glaube ich, dass es ganz gut passt. Nun habt ihr, sage ich mal, gerade im Hinblick auf die EM 2015 hier in Deutschland, ich sag mal, für uns ein Ereignis, was wir die nächsten 20, 25, 30 Jahre vielleicht nicht so schnell wiederbekommen werden. Jetzt habt ihr ein ziemlich knackiges Vorbereitungsprogramm. Ihr fangt, glaube ich, mit Diagnostik an im Juni, dann ab 20. Juli hast du im Prinzip den kompletten Kader zusammen. Ihr habt diverse Lehrgänge, Testspiele, Trainingslager. Ist diese Zeit ausreichend? Das sind 7 Wochen ungefähr. Ich glaube, als Trainer ist das nie ausreichend. Man muss bedenken, wir spielen so im Vergleich zum Verein. Wir spielen unsere wichtigsten Spiele, wo in dem Vereinsleben normalerweise die Saison beginnt, so am Anfang Oktober. Und das ist sicherlich eine Umstellung, wo wir alles sehr vereinfacht machen mussten. Also die Jungs sind gute Spieler schon und ich glaube schon, dass es ausreichend ist. Wichtig für uns sein wird, dass wir alle fit zum ersten Lehrgang kommen. Wir haben nicht Zeit, um uns danach wieder fit zu machen. Die Hürden sind sehr hoch in Berlin. Die Gruppe ist sehr gut. Und ich glaube, unser Vorteil liegt daran, dass wir viel besser vorbereitet sind als die deutlich erfahrene Mannschaften, die sich vielleicht in der Vorrunde erstmal einspielen wollen. Jetzt, wie viele Spieler nimmst du in deinen ersten Kader oder wie viele Spieler berufst du erstmal? Du kannst, glaube ich, dann zum Turnier 12, 14 Spieler mitnehmen. Mit wie vielen Spielern wirst du starten? Weil die Auswahl in Deutschland hat sich ja in den letzten Jahren, muss man sagen, extrem verbessert. Natürlich, auch insbesondere auf die großen Positionen sind wir sehr gut ausgestattet. Wir würden anfangen mit 20 bis 22 Jungs in Bonn. Und ich glaube, relativ schnell auf 16 kommen und danach würden wir ein paar Wochen zusammenarbeiten, bevor wir dann die Mannschaft weiter trimmen auf das, was wir zum EM bringen. Jetzt haben wir gerade das Thema Nowitzki geistert natürlich immer noch durch die Gazetten, durch die Medien. Du bist jetzt drüben gewesen in den Staaten, hast mit ihm dort gesprochen. Das heißt, Chris Fleming hält Dirk Nowitzki auf jeden Fall einen Platz frei.
Er muss kein Probetraining machen, glaube ich. Also mit Dirk ist die Entscheidung ist, wird bekannterweise relativ spät fallen. Wird sich nach seiner Saison mit der Mavericks entscheiden. Und ich glaube, dass es gut aussieht, aber am Ende weißt du nicht. Also er hat viel auf dem Teller, ist sicherlich kein junger Spieler. Seine Rolle für die Mavericks ist absolut entscheidend und wird auch in der kommenden Saison entscheidend sein. Also von daher muss man abwarten. Ich glaube, Dirk hat seinen Dienst schon getan gegenüber der deutschen Nationalmannschaft. Wir hoffen, dass er bleibt, aber wir haben Verständnis, wenn er sich dagegen entscheidet. Wobei ich sag mal, selbst wenn jetzt ein Dirk Nowitzki nicht spielen würde, wäre das natürlich, oder ich sag mal, ein Dirk Nowitzki ist für jede Mannschaft ein Gewinn. Trotzdem sieht es auf den großen Positionen oder überhaupt auf den Positionen eigentlich sehr gut aus. Viele deutsche Spieler, die jetzt auch international spielen, Mike Zirbis, der in Belgrad ist, wir haben Tibor Pleiss, der in Spanien spielt. Wir haben auch in der Bundesliga sehr gute Leute, zum Beispiel Johannes Vogtmann, wenn man jetzt auf die Großen guckt. Danilo Bartel ist wieder fit, es gibt einen Daniel Theiss. Eigentlich müsstest du sehr froh gestimmt sein. Ohne Frage haben wir, wie gesagt, auf die große Position relativ viel Qualität. Andererseits kann man einen Spieler mit Dirks Erfahrung erstmal und Qualität dazu sehr schwer ersetzen. Natürlich für unser Ziel, um diese Qualifikationsturnier zu schaffen in 2016, wird Dirk sicherlich eine große Rolle spielen müssen. Jetzt haben wir mit Dennis Schröder und Chris Kaman noch zwei weitere NBA-Profis. Dennis Schröder hat gesagt, ja, er möchte unbedingt spielen. Das ist, glaube ich, auch fix, oder müsst ihr da mit den Atlanta Hawks noch Gespräche führen? Als ich den Job bekommen habe, hat Atlanta sich gemeldet und sie haben mich eingeladen, mich dorthin gebracht und damit ich mit Dennis ein besseres Verhältnis aufbauen konnte. Der Mike Budenholzer, der Trainer in Atlanta, kennt die Entwicklung von seinen Zeiten bei San Antonio von Parker und hat unser Programm dann voll und ganz unterstützt. Natürlich, wenn eine Verletzung dazwischen kommen würde, was wir nicht glauben, dann ist es anders. Aber ich gehe schon stark davon aus, dass Dennis spielt. Also wenn nichts dazwischen kommt, dann ist er da. Wer sind denn für dich die großen Favoriten auf den Europameisterschaftstitel? Die üblichen Verdächtigen, Spanien, Frankreich, die Russen vielleicht? Ich glaube, man muss Spanien und Frankreich anschauen. Also Frankreich ohnehin extrem stark. Ich glaube, in Spanien warten die erfahrenen Jungs alle ab, zu sehen, wer Coach wird. Ich glaube, die beiden, sicherlich Serbien als Vize-Weltmeister, muss auch besprochen werden. Aber ich glaube, die zwei davon sind übrigens in unserer Gruppe. Ja, das stimmt. Das heißt, da sieht man auch, wie schwer die Gruppe für euch dann ist. Euer Ziel ist es dann sicherlich, die Vorrunde zu überstehen, eine Runde weiterzukommen. Eine Runde weiterzukommen, die Qualifikationsturnier für die Rio Olympiaden in 2016 zu machen. Und um das zu schaffen, unter den ersten sechs Plätzen. Ja, Chris, dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg. Auch viele Eisbären-Fans werden dir als Derby-Partner, jahrelanger Derby-Partner und Trainer der Atlanta Dragons die Daumen drücken und toi, toi, toi. Danke.